Wie Sente, die durch den Morgennebel trotten. Eine Elchkuh, die den Frühling genießt. Eine Wildschweinfamilie, die sich lieb hat. So sieht es aus, das Leben in der Todeszone von Tschernobyl. Traumhaft, albtraumhaft, trügerisch. Das menschenleere weißrussische Sperrgebiet. Hier gibt es nichts als Natur und Radioaktivität. Der weißrussische Biologe und Filmemacher Igor Bischnew dreht seit Jahren Filme in der Todeszone. Regelmäßig passiert er die Grenze zum Sperrgebiet, aber immer nur für einen Tag. Auch Igor hat Angst vor der Strahlung. Doch es zieht ihn hin zu diesem Ort. Durch die Arbeit mit der Kamera habe ich verstanden, dass dieses Gebiet in der Tat einmalig ist. Einmalig für jeden Menschen, der hierher kommt. Eine solche Vielfalt von Emotionen wie hier kann man nirgendwo anders empfinden. Babtschin, 728 Bewohner, evakuiert 1986. Das gleiche Schicksal erlitten auch alle anderen Dörfer in dieser Zone auf 1200 Quadratkilometern. Jetzt heißt die verlassene Gegend staatliches radioaktiv-ökologisches Naturschutzgebiet in Polesje. Igor Bischnew kennt hier jeden Winkel. Er setzt seine Gesundheit aufs Spiel, um Veränderungen in der Natur zu dokumentieren. Seine Filme laufen auch im weißrussischen Fernsehen. Sie zeigen eine ganz eigene Welt mitten in Europa. Äußerlich sieht alles harmlos aus. Tiere und Pflanzen haben sich zwar rasant vermehrt, aber ein Waschbär ist immer noch ein Waschbär. Doch wie harmlos sind Tiere, die mindestens das 400-fache des radioaktiven Grenzwerts abstrahlen? Wie gefährlich sind diese Wesen, wenn sie das Gebiet verlassen? Wie wirkt die Radioaktivität auf Vögel, die über das Gebiet ziehen? Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Das hier ist das Dorf Oriwice, mitten in der Zone des Naturschutzgebietes Polesje. Früher war es ein großes Dorf, 3 oder 4 Kilometer lang. Jetzt ist es das Reich der Tiere. Im Winter ist in jedem Hof eine Herde von Wildschweinen. Im Sommer ruhen sich die Tiere in den Häusern aus. Hier habe ich vor kurzem die Bekanntschaft mit einem Wolf gemacht. Er lag absolut ruhig und fletschte leicht die Zähne. Ich musste dem Wolf weichen, weil nicht ich, der Mensch, Herr in diesem Dorf bin, sondern dieses Tier. Natürlich ist der Igel nicht das übliche Objekt der Begierde für einen Wolf. Aber manchmal gibt es eben auch das. Vor der Tschernobyl-Katastrophe lebten auf dem Territorium des heutigen Naturschutzgebiets Polesje ein 50 Wölfe. Jetzt sind es an die 200. Diese Schlange ist eigentlich Nahrung für die weißen Störche. Aber die Störche sind verschwunden. Sie sind mit den Menschen gegangen, denn sie siedeln immer in der Nähe des Menschen. Als wir vor 5 Jahren mit den Dreharbeiten zu dem Film Der Dschungel von Tschernobyl begannen, gab es hier noch die beiden letzten Storchennester. Doch knapp 2 Jahre später waren auch sie weg. In Igor Bischnews Filmen sieht dieses Naturparadies manchmal beinahe romantisch aus. Doch hinter jeder scheinbar harmlosen Aufnahme steckt spürbar eine Warnung. In Tschernobyl hat der Mensch das Zaubern geübt. Er hat sich selbst weggezaubert. Wohl für immer. Ganz egal also, wie es aussieht, hier ist und bleibt es einfach nur gefährlich. Und die Gefahr lauert überall. Die vielleicht größte? Das Feuer. Radioaktive schwarze Asche erweitert ständig die Kernzone der Verseuchung und es finden sich immer weniger Feuerwehrleute, die ihr Leben riskieren, um die dauernden Brände zu löschen. Die Menschen, die hier arbeiten, geben sich ihrer Aufgabe zu 100% hin. Aber immer weniger haben den Mut, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Die paar, die hier sind, schaffen es nur, Daten zu erheben, jedoch nicht mehr, sie auszuwerten.
Für diese Auswertung brauchten wir die Hilfe von engagierten, kompetenten Leuten. Ich denke, ein solch einzigartiges Gebiet wie dieses Reservat müsste von vielen Forschern aufmerksam beobachtet werden. Der Westen hat Tschernobyl schon fast vergessen. Auch weil man sich hierzulande einbilden kann, längst alles zu wissen über die atomare Katastrophe. Gerade deshalb sind Igor Bischnows Nachrichten aus der Todeszone, seine Bilder von den um die Wette strahlenden Pflanzen und Tieren so erschreckend. Plötzlich ahnen wir, im Grunde wissen wir nichts.